Hallo, liebe Bücherfreunde. Ich habe euch heute ein Buch mitgebracht, das sich einem Thema widmet, das vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Und zwar geht es da um Mobbing im Kindergarten. Also wenn ein Kind im Kindergarten ausgeschlossen wird. Und wir schauen hinten mal, es heißt, du gehörst nicht, ist hier durchgestrichen, dazu. Und es geht darum: Eigentlich geht Tommy gerne in den Kindergarten, doch seit Johannes in seine Gruppe gekommen ist, ist alles anders. Trottel hat er Tommy schon genannt, ihm ein Bein gestellt und ihn ausgelacht. Und die anderen Kinder, die haben mitgelacht. Mama weiß nichts davon, auch Nina, die Erzieherin nicht, denn wenn Tommy petzt, wird alles noch viel schlimmer. Dass Kinder sich streiten, ist vollkommen normal. Wird ein Kind dagegen systematisch ausgegrenzt, steckt mehr dahinter. Tommys Geschichte möchte Kinder, Eltern und Erzieher gleichermaßen für das Thema Mobbing sensibilisieren. Sie macht Mut, das Schweigen zu durchbrechen und gibt Tipps, wie Kinder mit ihrer Wut umgehen können oder gegenseitig Respekt und einen positiven Umgang miteinander üben. Wir schauen mal rein und schauen, wie es dem kleinen Tommy in der Geschichte ergeht. Wir sehen hier gleich am Anfang, er möchte schon gar nicht mehr aufstehen, er will nicht in den Kindergarten. Da erfahren wir auch so ein bisschen warum. Der Johannes, der ärgert ihn immer wieder. Pausenbrot klauen, blöde Sachen rufen, du bist schon, eh schon dick und so weiter. Und auch seine Freunde lachen dann immer wieder drüber und das findet er natürlich nicht toll. Er geht nur noch ganz unlustig ins Bad und die Mama merkt auch schon, ist irgendwas los? Hast du dich mit jemandem gestritten? Da ist doch was. Aber Tommy mag nicht über Johannes reden und über das, was im Kindergarten passiert. Auch wenn die Mama ihn im Kindergarten dann abgeben möchte, geht es ihm eigentlich gar nicht gut. Sie merkt es auch, aber er sagt einfach nichts und lässt sie dann auch gehen. Sobald Johannes in die Gruppe kommt, das sieht man ihn hier schon. Er wird so ein bisschen als Monster im Hintergrund so dargestellt. Da sind dann alle springen auf Johannes zu und spielen mit ihm. Und der arme Tommy, der steht sehr allein und hilflos und ängstlich im Eck, weil irgendwie keiner mehr mit ihm was zu tun haben möchte. Dann kommt es zu einer Situation im Turnraum oder Toberaum, wo er jetzt einfach wieder mal den Kürzeren zieht und sogar hier runterpurzelt. Und dann ist einfach alles zu viel. Er will eigentlich nur noch weg hier. Die anderen lachen auch schon wieder über ihn. In der Situation kann er seine Tränen dann nicht mehr zurückhalten, aber Lukas kommt dann, sein bester Freund, und kümmert sich um ihn und fragt, was ist denn los? Ist es wegen Johannes? Und stellt dann selber auch fest, ja, mir ist auch schon aufgefallen, der ist gar nicht so nett zu dir, der ist ganz schön gemein. Und sein Freund Lukas beschließt jetzt auch, wir erzählen das jetzt Nina, der Erzieherin. Und erst ist Tommy erschrocken, weil er möchte nicht, dass er als Petze gilt. Aber Lukas fasst sich ein Herz und sagt, nee, so kann es nicht weitergehen. Und das ist Quatsch, wir gehen jetzt zu Nina. Und dann erzählen sie dann auch Nina alles. Und sie sagt auch gleich, dass es sehr gut war, dass sie gekommen sind und ihr das erzählt haben. Tommy sagt dann auch noch, dass die anderen auch ganz komisch zu ihm sind und dass er deshalb sehr unglücklich ist. Und die Erzieherin hat dann aber eine Idee. Sie ruft alle Kinder zusammen und macht mit den Kindern ein Spiel. Und zwar geht es in dem Spiel dann darum, dass man mal mitbekommt, wie es ist, wenn man Außenseiter ist. Auch der Johannes bekommt es dann mit. Das heißt, jeder spielt nacheinander mal den Außenseiter und der Außenseiter wird nicht begrüßt und nicht beachtet und muss dann versuchen, in der Gruppe wieder aufgenommen zu werden. Und so merkt Johannes, wie es eigentlich ist, wenn man von allen anderen nicht beachtet wird. Dabei stellt sich auch so ein bisschen raus, dass gerade Johannes es eigentlich schwer hat, wieder von den anderen aufgenommen zu werden, dass bei den anderen Kindern das eigentlich viel besser klappt. Nach dem Spiel möchte dann die Nina mit der ganzen Gruppe noch darüber reden und erklärt ihnen auch, warum sie das gespielt hat und warum so ein Außenseiter eigentlich schwer hat und was da dran so blöd ist. Und die ganzen Kinder verstehen dann eigentlich auch recht schnell, dass es ein doofes Verhalten ist, wenn man jemanden so ausgrenzt, und stellen fest, gemeinsam geht vieles besser.
Ja, am Schluss spielen sie dann wieder zusammen und da sitzt dann mal umgekehrt der Johannes so ein bisschen derjenige, der nicht dabei ist. Aber auch Tommy ist dann sehr stark und lässt ihn dann mitspielen. Ganz am Ende gibt es dann noch wertvolle Tipps, was man so machen kann, wenn man wütend ist. Willi Wüterich hat hier Tipps. Das Spiel drei Dinge, die mir an dir gefallen, wo man einfach mal jemandem sagt, was man eigentlich toll an ihm findet. Das Sorgentelefon, das man sich basteln kann. Hier kann man dann auch noch die Seite rausklappen. Und dann gibt es noch einen Text bzw. noch Hinweise für die Familien, was man bei Mobbing wirklich tun kann und wie man sein Kind vor Mobbing schützen kann. Also ich finde ein Thema, das wirklich auch im Kindergarten, später auch in der Schule durchaus, ich würde das auch genauso gut noch auf die Schule beziehen, da ist das Umfeld halt einfach nur ein anderes, aber die Tipps sind eigentlich dieselben. Ja, also ein Thema, dass man das einfach dazugehört und wo es wirklich wichtig ist, wenn man mit den Kindern auch mal drüber reden kann. Und dazu finde ich dieses Buch wirklich sehr hilfreich.